Krasse Bedrohungen brauchen krasse Reaktionen. Lockdown Teil 2. Wobei, es ist ja kein Lockdown. Es ist ja nur Lockdown Light. Also so ein Lockdownchen. Also eigentlich nur so ein Löckchen. Und wenn man sich das mal klar macht, es ist ja nur Lockdown Light, dann geht's eigentlich. Weil dieses Mal ist es ja zum Glück nicht ganz so hart. Gottesdienste dürfen weiter stattfinden, Profisport darf weiter stattfinden und die Friseursalons haben weiter geöffnet. Das bedeutet, zumindest für gläubige Fußballmillionäre mit modischem Kurzhaarschnitt ändert sich erstmal nichts. Theater, Kinos, Restaurants, Kneipen müssen dagegen schließen. Es ist ja auch logisch, wenn die Leute im Theater sind, dann können sie ja nicht Bundesliga gucken. Und da finde ich es wirklich gut, dass sich die Ministerpräsidenten, an dieser Stelle sind mit der männlichen Form Frauen tatsächlich nicht mit gemeint, dass sich die Ministerpräsidenten durchgesetzt haben. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, Joachim Watzke, warnte schon vor einigen Wochen vor einer erneuten Unterbrechung der Bundesliga. Das bedroht die Existenz einiger Vereine. Viele Kleinkunstbühnen, aber auch Künstlerinnen und Künstler haben da sofort gesagt, da müssen wir helfen. Wir spenden was an die Bundesliga-Vereine von unseren Verlusten, die wir während Corona hatten. Weil verglichen damit geht's uns freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern sehr gut. Borussia Dortmund zum Beispiel hat im laufenden Geschäftsjahr ein Minus von 75 Millionen Euro eingeplant. Das würde ich nie schaffen. Da bleibt vielen Vereinen nur noch beten. Zum Glück dürfen die Gottesdienste ja weiter stattfinden. Viele haben auch gesagt, muss das sein. Aber ich finde, es braucht doch gerade in diesen Zeiten im öffentlichen Raum Orte, an denen man keine Menschen trifft. Die katholische Eucharistiefeier ist ohnehin für viele Künstlerinnen und Künstler gerade die einzige Gelegenheit, einmal in der Woche was zu essen zu bekommen. Das geht sogar so weit, dass viele Kolleginnen und Kollegen wieder in die Kirche eingetreten sind. Wobei man sagen muss, der Kirche bringt das nichts, weil die Kirchensteuer wird ja von der Einkommensteuer berechnet. Die Einkommensteuer wird vom Einkommen berechnet und Künstlerinnen, Künstler und Einkommen, das ist dieses Jahr zumindest ein sehr nettes Oxymoron. Viele Künstler haben nicht mehr das Geld, um zum 10-Euro-Friseur zu gehen. Dabei haben die ja auf. Also das verstehe ich wirklich nicht. Warum müssen denn die Friseure aufhaben? Haare schneiden, das kann man doch selber. Das muss ja auch nicht gut aussehen. Friedrich Merz macht's ja auch selber. Und jetzt der harte Rückschlag für Friedrich Merz. Der CDU-Parteitag wurde abgesagt. Und Merz ist ein Fuchs, der weiß ganz genau, nicht wegen Corona, sondern wegen ihm. Teile des Partei-Establishments wollen ihn nämlich verhindern. Aber wenn der CDU-Parteitag wegen Friedrich Merz abgesagt wurde und man Corona als Alibi nimmt, dann heißt das, dass Corona letztlich nur entwickelt wurde, dass dieser ganze Lockdown, diese ganze Zerstörung unseres kulturellen Lebens, unserer Gastronomien, dass all dies nur geschieht, um Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden und letztlich als Bundeskanzler zu verhindern. Ja, krasse Bedrohungen brauchen eben krasse Reaktionen.